Die Mods sind da. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einer weiteren Mod-Vorstellung von Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Wir befinden uns hier gerade auf der Karte Plaine Française, also die französische Fläche oder das französische Flachland, wo wir heute zu Gast sind, wo wir eingeladen wurden, diese Mod-Vorstellung zu machen. Es ist eine Map, die ist nicht im Giants Mod Hub. Es ist eine Vierfachkarte, eine ziemlich schöne Karte, ideal geeignet für Multiplayer. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen darüber, wo ich dann auf die Details eingehe, denn ich finde das eine richtig schöne Karte, vor allem wenn es darum geht, ein bisschen größer zu arbeiten, als das auf der Allstream Farm passiert. Bevor wir jedoch mit der Mod-Vorstellung starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Marco Schaut, LPs und René für die Abos und natürlich auch noch allen, die sich während des Livestreams heute das Abo abgeholt haben. Ganz herzlichen Dank. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei all denen bedanken, die ganz fleißig und ganz engagiert bei diesem Livestream mitgemacht haben. Wir haben eine richtig gute Zeit verbracht, einen richtig schönen Dienstagabend. Also falls du das nächste Mal dabei sein willst, dann bitte merke dir den Donnerstag auch 18 Uhr. Dann geht's weiter auf der Allstream Farm mit den Oldtimer-Traktoren. Heute wurde in dem Mod Hub 6 neue Mods herausgegeben. Und zwar starten wir auch gleich mit der ersten. Und zwar mit dem Lizard 11.84.40 von Peter J. Downloadgröße 11,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt der Lizard 11.84.40 standardmäßig mit einer Leistung von 135 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 175 Litern, einer Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und wiegt 6,2 Tonnen. Der Standardpreis ist 89.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Vredestein, Michelin, Trelleborg, Nokian, Mitas und Olofors. Die Reifenvarianten gehe ich im Detail wie immer nicht durch. Des Weiteren haben wir eine Konfiguration für den hinteren Kotflügel, und zwar einmal Standard und einmal mit der Erweiterung. Dann können Anhängerkupplungen hinzugefügt werden, und zwar betrifft das den vorderen Bereich, und zwar einmal ein Frontgewicht mit einer Anhängerkupplung natürlich, dann ein Fronthubwerk natürlich auch. Da kann man Anhänger anhängen. Bei der Farboptionen haben wir entweder blau, rot, gelb oder grau. Und zwar betrifft diese Designfarbe das Fronthubwerk, falls dies montiert worden ist. Natürlich kann hier auch das Kennzeichen hinzugefügt, respektive geändert werden. Die nächste neue Mod kommt von Proxim mit einer Downloadgröße von 2,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies der Faresin PF 1.13. Ähnelt sehr dem Futtermischwagen, den ich auf der Allstream Farm habe. Dieser hier kommt mit einer Füllmenge von 13 Kubikmeter, wiegt 4,3 Tonnen. Maximales Zuladegewicht von 15,7 Tonnen, braucht 60 PS und kostet 30.000 Euro. Dieser Faresin PF 1.13 hat keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten, daher machen wir gleich weiter mit der nächsten Mod. Diese kommt von Bayern Agrar mit einer Downloadgröße von 51,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies das Strautmann Magnon Pack. Dieses Pack kommt mit drei verschiedenen Ladewagen. Zum einen den CFS 430 Do mit einem Ladevolumen von 40 Kubikmetern, einem Gewicht von 12 Tonnen, einem maximalen Zuladegewicht von 22 Tonnen, braucht 190 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 100.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Vredestein und Michelin. Dann bei den Konfigurationsmöglichkeiten kann hinzugefügt werden, hier bei diesem Rotor hier drin, eine Abdeckung, entweder nein oder natürlich ja. Des Weiteren kann eine Abdeckung hinzugefügt werden, wie wir das schon von verschiedenen Ladewagen gewohnt sind. Und natürlich auch entsprechend den Siliermitteltank. Das nächste Modell ist der CFS 470 DO
mit 44 Kubikmeter Ladevolumen, einem Gewicht von 12,6 Tonnen, einem maximalen Zuladegewicht von 21,4 Tonnen, braucht 210 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 120.000 Euro. Da die Konfigurationsmöglichkeiten genau dieselben sind wie beim vorherigen, gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein und kommen direkt zum Manion CFS 530DO mit einem Ladevolumen von 50 Kubikmetern, einem Gewicht von 13,7 Tonnen, maximalem Zuladegewicht von 20,3 Tonnen, braucht 300 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 132.500 Euro. Auch hier haben wir genau dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie bei den beiden vorherigen. Was mir gerade aufgefallen ist, dass das maximale Zuladegewicht, je größer der Anhänger wird, kleiner wird. Also wenn wir jetzt uns den 530er angucken, hat er ein maximales Zuladegewicht von 20,3 Tonnen und der kleinste hat ein Zuladegewicht von 22 Tonnen. Da ist wahrscheinlich ein Zahlendreher passiert. Auf jeden Fall müsste das anders sein, logisch gesehen. Das Big Bag und Heberpack kommt von Farm Centro Sul und zwar mit einer Downloadgröße von 3,58 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei Elementen. Zum einen natürlich den Big Bag Winch von John Deere, den BH1112G mit einem Gewicht von 500 Kilo und den Kosten von 8.000 Euro. Der Ankupplungstyp kann geändert werden von Frontlader zu Teleskoplader oder Radlader. Bei der Hauptfarbe haben wir die Standardpalette zur Auswahl. Dazu, zu diesem Pack, gehören noch zwei Big Bags natürlich. Und zwar einmal den Pioneer Saatgut Sack zum Preis von 3.000 Euro und einem Volumen von 1,5 Kubikmetern, das heißt 1.500 Litern. Oder den Mineraldüngersack, genauso mit 1.500 Litern Volumen und dem Preis von 2.100 Euro. Natürlich sind diese Big Bags größer als die herkömmlichen Big Bags, aber ich glaube, vom Preis her ist das nicht interessant, diese zu kaufen, da 1.000 Liter Saatgutsack von Lesart kostet 800 Euro für 1.000 Liter und der Pioneer Saatgutsack von 1.500 Litern kostet 3.000 Euro. Das heißt also, ist wesentlich teurer als der kleinere Bruder. Die nächste Mod kommt von Didec 96 und heißt kleiner Flüssigkeitstank mit einer Downloadgröße von 1,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar beinhaltet dieses Pack vier Tanks, die Flüssigkeiten transportieren. Und zwar zum einen einen Flüssigdüngertank mit 1000 Litern zu 1600 Euro. Ein Tank mit 1000 Liter Pflanzenschutzmittel zum Preis von 1200 Euro. Einen Tank mit 1000 Liter Siliermittel zum Preis von 24.300 Euro. Und auch einen Dieseltank mit 1000 Liter und dem Preis von 4.250 Euro. Diese Tanks im Gegensatz zu den herkömmlichen Tanks haben die Hälfte der Füllmenge. Das heißt, wenn man vielleicht auf der kleineren Farm unterwegs ist, reichen 1000 Liter, dann muss man nicht gerade 2000 Liter kaufen. Die nächste Mod heißt Entfernung der Pendelachssperre bei Frontladern. Und zwar kommt dieser von Modellleicher der Farming Agency mit einer Downloadgröße von 10 kb in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod ermöglicht, dass die Pendelachse trotz dem angebauten Frontlader dreht. Ohne Mod würde es nicht möglich sein, dass diese Position, also mit der gedrehten Pendelachse hier, das würde also nicht so ausschauen, sondern das wäre dann einfach, die beiden Vorderräder wären dann auf derselben Höhe. Das war die Mod-Vorstellung von heute. Ziemlich kurz mit nur 6 Mods, die heute herausgekommen sind. Herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Falls euch diese Mod-Vorstellung gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen da. Wollt ihr keine weiteren solcher Videos verpassen und auch keine anderen Inhalte, die auf dem Kanal zum LS rauskommen, verpassen, dann holt euch das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Einschalten. Danke, tschüss und hasta luego.